Hallo und herzlich willkommen zu Airport CEO. Das Game kam gerade neu raus. Wir machen einfach mal irgendwas randommäßig. Ja, sieht ja richtig gut aus. So, keine Ahnung, wie wir ihn nennen sollen. Deswegen machen wir einfach mal ganz locker. Best Chef. So. Wir können uns unseren Standpunkt suchen. Das ist nett. Machen wir einfach mal Frankfurt. Best Fly. Hafen, ne? Der Frankfurter Bestfly-Flughafen. So, ein schönes Logo. Let's go. Ich lerne schnacken hier. So, loslegen. Wir wollen ja einen krassen Flughafen aufbauen. Immerhin. Wenn es denn hoffentlich nicht sich zu Tode lädt. Aber so ist das eben. So, unser erster Tag. Das ist soweit richtig. Wir haben da unten unser Baumenü. Das ist natürlich klar. Da haben wir auch natürlich unser ganzes Management gebucht. E-Mails haben wir. Unseren Betrieb, Wirtschaft, alles ne, ganz normal. Man kennt es. Der Hafen ist natürlich noch geschlossen. Weil den brauchen wir ja noch. Ja, unsere Bewertung ist ja klar, wir haben noch keine. E-Mail haben wir bekommen. Glück, Dankeschön dafür. Den werden wir brauchen. Natürlich der Flugplaner, wenn wir den Commercial Flies anbieten wollen. Beziehungsweise später auch werden. Tutorial-Fenster kann ich mit H machen und so weiter und so fort. So, geht es los mit dem. Und so, verfüge über eine betriebsbereite Landezone. Ich habe keine betriebsbereite Landezone. Achso, das ist mein krasses Ding. Alles klar, so. Wir brauchen den Bau für Wirtschaft. Wir brauchen einen Vertrag mit einer Baufirma. Und jetzt können wir auch einfach mal, wir nehmen einfach mal alle 68 Arbeiter, dann geht's am schnellsten. Die holen wir jetzt rein. Jetzt müssen wir einmal kurz Zeit vorspulen, bis unsere Arbeiter dann auch ankommen. So. Mal wieder auf Pause machen. Da haben wir nämlich unsere Arbeiter hier. Und können jetzt mit Feld anfangen. Anfangen. Und zwar brauchen eine Startlandebahn. Ist ja natürlich klar. Startlandebahn nicht viel los. Dann brauchen wir jeweils eine Zugausfahrt. Alter. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Fundament. Asphalt. Wir machen es mal 6 breit. Oder wie breit ist das denn? 5. Wir machen es genauso breit auf jeden Fall. 2, 3, 4. So. Brauchen wir noch Parkpositionen? Ja, da ist das Feld. Reinmachen. 2, 3. Ja. So. Warte, bis das voll fällt. Ja. Dann können wir mal kurz warten, bis das aufgebaut ist. Wir können die Zeit sparen. Da kommt unser Material geliefert, wenn die Bauarbeiter dann da mal rausgehen. Ausgepackt haben. Material da oben, Bauarbeiter da unten oder Leute da unten.
Dann müssen wir ja warten. Ja, ich sag, ist okay. Hat sich ein bisschen was verändert, als ich das letzte Mal gespielt habe. So, das wird jetzt gebaut. Müssen wir eben ein bisschen drauf warten. Aber so ist das. Ne? Der neue BER wird gerade aufgebaut. Die Jungs konnten sich aber auch mal ein bisschen beeilen jetzt hier. Auf geht's, Leute. So, haben wir's? Wir haben es tatsächlich, glaube ich. So, Vollverfahrt. Zurecht, wo muss auf Vollverfahrt werden, gibt euch den Weg Richtung freizugehen. So. Das heißt, wir haben ja hier jetzt die Straße. So. Jetzt müssen wir das nur alles schön platzieren. Wir ziehen das einmal bis hier hoch. Ja. Ran, dann müssen die Flugzeuge nur noch rankommen. Und dann wissen die, alles klar, so können wir starten und landen. Wir brauchen noch einen Verkehrskontrolltower, den setzen wir auch hier unten. Schön mit dich rein. Und jetzt dürfen wir wieder warten, bis alles gebaut ist. Aber das kriegen wir ja hin. So, merkt es nicht, Ankunft an der Bahn Startlandung. Normalerweise seid ihr doch verbunden. Der ist deaktiviert, aber verbunden seid ihr. Wir können ihn jetzt aber auch öffnen. So. Ah ja, jetzt haben wir es auch. Alles paletti. So, jetzt dürfen wir warten, bis 5 Flugzeuge gelandet sind. Und bekommen wir bestimmt die Auszeichnung des Jahres. Leistungsberichte. Oh, eins haben wir tatsächlich schon. Einer ist gelandet, da landet der zweite. Jetzt mal ein bisschen warten. Wir können eigentlich auch mal gucken. Wirtschaft. Wir machen kein wirkliches Geld gerade. Betrieb, aber am Personalgehälter haben wir gerade gar nichts. Keine Ausgaben für unseren Bau. So, alle landen brav. Einer fehlt uns noch. So. Wenn Tiere die Start- und Landebahn betreten, können sie Schäden an Flugzeugen verursachen oder zu Staus auf der Rollwegen führen. Sonst einzäunen natürlich. Das geht hier. Können wir natürlich machen. Man sieht es schlecht. Ziehen wir erstmal bis dahin.
brauchen halt ja, Zäune. Beziehungsweise das heißt Zäune, wir brauchen Zaun und Tore. Wo wir die hinstellen, ist Frage. Sagen, dann stellen wir hier oben einen Stuhl. Und auch die Frage ist, ob man das überhaupt bauen soll. Normalerweise ja eher nicht. Ich müsste den ganzen Hafen theoretisch einzuholen. Das wird aber auch ein bisschen teuer. Dienst mal erstmal nur bis hierhin. Gründen, weil eigentlich müssten wir noch ein bisschen mehr was machen. Da unten zumindest hinbauen. Setzen wir mal hier einfach ein Zauntor hin. So. Aber jetzt brauchen wir nämlich den Betankungsdienst und so weiter und so fort. Und der muss ja auch noch hier hingebaut werden. Dazu brauchen wir eine Fahrzeugkontrolle. So. Ich glaube, das passt. Das links müsste unsere sein. Unsere, unsere Einfahrt. Für die F4 und zwar die Straße. Das heißt, wir bauen das da einmal hin. Müssen wir natürlich die öffentlichen Straße noch verbinden. War das eine richtige? Ich hoffe. Und dann mit der luftseitigen Straße noch verbinden. So. Dann brauchen wir eine Fahrzeughalle. Wieder hier. So, eine Fahrzeugdepot. Nicht. Müssen wir sie da oben drüber setzen. Das ist aber nicht schön. Aber eigentlich auch direkt hier dran setzen. Das passt schon. Und ein kleines AV Gas 100 LL. Treibstofflager. Ich weiß gar nicht, ob ich das da dran bauen darf, aber ich glaube schon tatsächlich. Sollte zumindest gehen, meine ich. Wir brauchen auch natürlich noch, aber eine luftseitige Straße hier. Damit die verbunden sind. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis alles gebaut wird. Da sehen wir schon Tierchen. Aber das heißt im Endeffekt, wir bauen ja auch noch ein Terminal. Das ist ja das nächste große Ding. Jetzt wird ja noch ein Terminal gebaut. Wahrscheinlich hier so in dem Bereich rum. Und dann ist der Zaun wieder weg. Und da kommen meine Arbeiter. Und dann gehen sie richtig ab mit dem Zaun, du. Uiui. Ganze Horde. Müssen sie nur noch die Straßen bauen jetzt. Das Flugzeug denkt sich so, Leute auf der Lande- und Startbahn, das ist mir egal. Er überfährt ihn auch einfach. Überrollt ihn. So, taking off.
So, wenn meine Bauarbeiter denn dann endlich mal ankommen. Und da unten anfangen zu bauen. Ja, sehr schön. Sehr gut, Jungs. Er baut das da mal schön. Sehen wir, unser Depot ist da. So, wir müssen noch ein Laster kaufen. Fahrzeuge. Was? Achso, was noch nicht fertig gebaut ist. Jetzt dürfen wir. Ja, jetzt sehen wir hier alles schön gebaut. Fahrzeuge können rein, da wird getankt. Jetzt müssen wir noch warten, bis der kommt. Und ab jetzt haben wir praktisch. Ein komplett funktionsfähigen Hafen. Ja, okay, noch nicht ganz. Wir brauchen nämlich noch einen Fuel-Anbieter. Wir haben keinerlei Dings. Doch da. 1,48 pro Liter. 20.000. Wenn es 30 würde da, aber die ja auch 400. Nehmen wir Abi. So, jetzt müssen wir noch kurz warten, bis es beliefert wird. Da kommt der Tankgas da schon. Füllt für uns auf. Unser Tanklaster füllt auf. Jetzt können wir noch bei Operations, also bei Betrieb, sagen: Alles klar, Jungs. Wir können euch betanken. Und damit läuft praktisch unser kleine Landebahn für kleine Flugzeuge. Und ich glaube, hier machen wir auch erstmal einen Stopp. Theoretisch würde es wahrscheinlich danach dann weitergehen mit einem richtigen Terminal zu bauen. Falls ihr das gerne sehen möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da und ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Außerdem, falls ihr tatsächlich mehr sehen wollt, können wir das auch gerne mal im Stream bei Twitch spielen. Dann schaut da gerne rein. Alles ist natürlich verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!